Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an die Seele deiner Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Das geht auch, wenn du immer wiederkehrende Schmerzen oder eine Sucht hast. Auch da möchte dir die Seele was mitteilen. Da ist ja völlig was aus dem Gleichgewicht geraten, dass es so weit gekommen ist. Da schreit die Seele auch danach, dass wir da hinschauen dürfen. Ja? Ich selber hatte viele Süchte. Ich hatte jahrzehntelang Bulimie, Magersucht. Ich hatte geraucht wie ein Schlot. Ich hatte Kaufsucht, Anerkennungssucht, Liebessucht, Depressionen, Mobbing. All das war jahrzehntelang ein Thema bei mir. Und ich bin davon befreit. Da bin ich geheilt, was die Süchte, all das anbelangt. Ja? Ihr könnt gerne ein Video unten anschauen. Ich habe eins verlinkt, wie ich mich mit einer Seele verbinde, dass ihr so ein bisschen mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das geht. Ja, ich nehme das per Audio-Video auf und schicke euch dann die Seelenbotschaft von euch und könnt das auch immer wieder anhören. Ich war 18 Jahre lang on-off mit dem Karl. Ja, 18 Jahre lang ist eine lange Zeit. Doch heute weiß ich musste diesen langen Weg erleben, schmerzhaft durchleben, damit ich euch die Abkürzung geben kann, damit ich euch Irrwege vermeiden, damit ihr die vermeiden könnt, immer mehr. Ja? Ich wusste ja die ersten 9 bis 10 Jahre gar nicht, dass ich in so einem Prozess drinstecke. Und nach 18 Jahren war ich dann endlich mal an dem Punkt, dass ich gesagt habe, mir reicht's, wie sonst so oft, das kennt ihr ja auch, bloß da hat es mir wirklich gereicht. Ich bin weg von außen zu mir nach innen. Und da war die 4-Schritt-Anleitung für mich der große Durchbruch, der erste große Durchbruch. Könnt ihr gerne in meiner Webseite mal nachschauen. Ich hatte dann intensivst 2 Jahre an mir gearbeitet. Natürlich war ich vorher auch schon in Arbeit, aber so die richtige Arbeit ging wirklich erst los, als es mir wirklich gereicht hat. Ja? Und nach 2 Jahren war er dann da. Dann auf einmal stand er da, habe ich ja schon viele Videos gemacht und seitdem sind wir auch zusammen. Jetzt im Juni werden es 2 Jahre. Auch wir haben unsere Höhen und Tiefen. Wir hatten sehr viele Tiefen auch, obwohl er geblieben ist. Er musste nicht mehr gehen. Aber glaubt mir, auch wenn ihr zusammen seid, werdet ihr auch da das, was ihr erstmal bei euch gelernt habt, zu euch zu stehen, euch zu finden, das werdet ihr dann auch da spätestens unter Beweis stellen, ob wie ihr da standhält. Weil wenn er kommt, ist nicht auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dann geht die Arbeit weiter. Ja, anders weiter. Das Schöne ist so weiter, dass er nicht mehr abhaut, sondern da bleibt. Ja, und bei mir war es, früher hatte ich ja die Süchte, ich bin abgehauen in meine Süchte und er ist abgehauen zu den Frauen oder zu seinem Sport. Auch eine Art Sucht, Anerkennung. Ja, und die Herausforderungen, die wir jetzt haben, oder jetzt zum Glück ist das Schlimmste vorbei, also ich merke, jetzt glättet sich's immer mehr. Wir mussten uns auch erstmal finden und er musste mich auch erstmal finden, ich ihn wieder neu finden und. Das spielt so viel mit rein, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte euch nur eben mitteilen, dass ich diese Phase jetzt, seitdem wir auch zusammen sind, auch nochmal erleben und durchleben musste. Damit, wenn ihr mit ihm zusammen seid, kann ich euch da auch wieder eine wertvolle Unterstützung sein, auf was ihr achten dürft, wie es in ihm aussieht, was es da zu tun gibt, wie ihr ihm am besten begegnet. Oh ja, das ist mir auch so bewusst geworden. Und. So, also, wir hören nie auf. Auch ich höre nicht auf, an mir zu arbeiten. Wir sind, solange wir hier inkarniert sind, wir gehen tiefer. Wir heilen uns immer mehr, es geht immer tiefer. Wahrhaftig, in dieses wahrhaftige Vertrauen, Gottvertrauen nenne ich es für mich, und diese Geduld auch zu haben, da spielt so viel mit rein. Okay? Auch eure Seelen, wenn ihr eine Seelenbotschaft auch von ihm oder von eurer Seele macht, die geben ja auch wertvolle Hinweise, wo ihr gerade steht oder was Thema bei ihm ist oder. Schaut einfach nach.
in der Webseite, wenn ihr mehr Informationen wollt. Ja? So, mich blendet ein bisschen die Sonne, aber ja, ich bin jetzt 8 Kilometer gelaufen und habe mir jetzt ein schönes Plätzchen gesucht. Und es ist traumhaft schön, die Sonne zu genießen, obwohl es kalt ist. Und ja, aber ich hoffe, ihr seht mich richtig gut, auch wenn es blendet. Ich möchte gerne heute drüber sprechen, weil ich immer mal wieder Anfragen bekomme. Ja, Sabine Michel, oh je, ich habe wieder an ihn gedacht. Darf ich das überhaupt? Oder wie geht es ihm denn, wenn ich an ihn denke? Weil ich kann ihn einfach nicht loslassen. Ich muss an ihn denken, obwohl ich es ja gar nicht will. Und. Und da habe ich gespürt, da wird es nochmal Zeit, ein Video zu machen. Ich habe schon mal eins gemacht, aber das ist schon länger her. Und ich möchte euch dann nochmal ein paar Infos geben. Wie geht es ihm? Er spürt ja, dass du an ihn denkst. Wie geht es ihm, wenn er spürt, dass du an ihn denkst? 24/7 überwiegend, ja? Also, es kommt darauf an, wie du an ihn denkst. Ich spreche aus meinen Lebenserfahrungen. Und auch, wisst ihr, ich muss anders anfangen. Ich bin jetzt diese 8 Kilometer gelaufen. Ich genieße die Sonne. Es ist wunderschön. Und ich fühle so eine tiefe Liebe zur Natur, zum Schöpfer, zu allem, zu mir. Wow, eine tiefe Liebe. Ich bedanke mich für alles, was gerade ist, wie es ist. Karl ist gerade daheim und backt einen Kuchen und ich habe gesagt, jetzt bin ich mal weg. Und diese tiefe Liebe zu mir, das zu genießen, dass die Sonne scheint. Wisst ihr, früher, als ich mit Karl nicht zusammen war, als ich noch in dieser schweren On-Off-Phase war, wenn die Sonne gescheint hat, 24/7 an ihn gedacht, geheult oder traurig oder depressiv oder ich konnte die Sonne gar nicht genießen. Ich war immer nur in Gedanken, was kann ich noch tun, was braucht er noch von mir oder auch die Wut, die phasenweise, dieses ARSCH, Pünktchen, 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 ihr wisst, was ich meine, diese Wut auf ihn und ich habe gar nichts genossen. Ich war ständig in seinen, also ich habe ständig an ihn gedacht, ständig. Sei es wütend, sei es traurig, sei es, was kann ich noch tun, sei es bedürftig, ich kann ohne ihn nicht, sei es, wie soll es ohne ihn weitergehen, ich will kein anderer Mann und alles, was er mir angetan hat, dann war ich da drin. Diese Wut, dieses ihn nicht zu verstehen, wieso macht er das, ich habe gehirnt ohne Ende, das kennt ihr ja. Das hat er natürlich mitbekommen. Das ist ja genau das, wieso er nicht kommen konnte. Weil er ja gespürt hat, wir sind so mit ihm beschäftigt, der ist ja völlig überfordert. Und Ziel ist doch, dass wir erstmal bei uns ankommen dürfen. So weit bei uns ankommen dürfen, dass wir wissen, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Wissen, wenn wieder ein Sturm aufkommt, wir stehen bleiben, wie ein Fels in der Brandung. Übrigens, Fels in der Brandung, das sagen auch einige Seelen, wenn ihr Seelenbotschaft von ihm macht, was er von euch braucht. Dieser Fels in der Brandung, das konnte ich ja gar nicht sein. Deswegen musste er wegbleiben. Er war überfordert. Und das hat er mir auch mal gesagt. Wir haben ja viel drüber gesprochen, wo er da war, wo wir wieder zusammen sind. Wie ging es dir damit? Ja, das war ein Rumgezerre, hat er ja auch schon in den Videos gesagt. Natürlich können jetzt manche sagen, die eben noch nicht so weit sind, ja, das soll doch auch mal an sich arbeiten und überhaupt hätte er sich halt nicht so verhalten. Wenn ihr noch so denkt, dann habt ihr es noch gar nicht verstanden, um was es wirklich geht, dann seid ihr einfach noch nicht so weit. Das meine ich jetzt nicht abwertend oder böse, sondern es geht, oder verurteilend, nein, sondern ihr müsst es wirklich tiefer verstehen. Ihr dürft es tiefer verstehen. Zum Glück verstehen es ja viele mittlerweile. Immer mehr. Für ihn war es ein Rumgezerre, dass ich ständig an ihm gedacht habe.
Oder wenn er sich da mal gemeldet hat. Dann wieder, aber warum war dies? Ich will doch aber so. Warum machst du es nicht so? Aber du musst doch so. Und schau mal, ich bin doch toll. Und ach du meine Güte. Aber gerade wenn er nicht da ist. Glaubt mir, auch wenn ihr sagt, ja, ich arbeite jetzt an mir und ich mag nicht mehr. Und ihr merkt selber, dass ihr ständig an ihn denkt. Oder auch wenn ihr jetzt an euch arbeitet. Die Kunden fragen ja auch, ja Sabine, Michelle, darf ich überhaupt jetzt an ihn denken, wenn ich an mir arbeite? Ja. Es kommt darauf an, wie du an ihn denkst. Wenn du an das Schöne denkst, was ihr gemeinsam erlebt habt, auch wenn es nicht viel war, dann denkt an das, aber dann nicht in Wehmut, dass ihr in die Traurigkeit reinkippt oder wenn ihr reinkippt, dass es euch wieder bewusst macht, stopp. Das ist ja genau wieder das, was ihr lernen dürft. Das ist ja auch ein Weg, immer mehr bewusst zu machen, stopp, ich bin wieder in der Bedürftigkeit, in der Negativität, in der Opferrolle auch. Ihr dürft an ihn denken, an das, was euch schön verbindet. Ihr dürft an ihn denken, dass ihr vertraut, dass ihr sagt, okay, ich denke an dich und es ist in Ordnung, weil ich kann dich nicht aus dem Herz reißen. Ihr könnt ihn auch nicht aus dem Herz reißen, es geht nicht. Wenn ihr denkt an ihn und es wird doch immer so sein. Aber wie ihr an ihn denkt, in Liebe, es darf auch mal die Wut und die Enttäuschung da sein. Natürlich, wir sind doch keine Roboter. Aber wir müssen uns wieder bewusst werden, stopp, es geht in eine falsche Richtung. Weil ihr schadet euch ja damit selber, wenn ihr in dieses Opferhalten, in diese Schwere reingeht, in diese Traurigkeit, in diese, ich will dich aber, wann kommst du endlich? Damit schadet ihr euch selber, habe ich mir doch auch. Aber ihr könnt an ihn denken, egal was ihr tut, in Liebe. Auch, ich meine, wenn ihr ganz weit seid, wäre es natürlich am besten, wenn ihr denkt, alles klar, mein Lieber, ich denke an dich und ich vermisse dich auch. Aber wenn es in dem Leben einfach nicht sein darf, dann halt nicht. Ich will meinen Weg gehen und wenn du glücklich wirst mit einer anderen oder glücklich bist mit einer anderen, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr da die Liebe spürt, boah, das wäre natürlich die höchste Stufe. Wirklich an ihn zu denken und zu sagen, alles klar, wenn du willst, wenn es in dem Leben nicht wird, dann halt im anderen Leben. Dann ist es in dem Leben noch nicht so weit. Jeder hat einen freien Willen. Das ist alles ein Prozess, das ist ein Weg. Also immer wenn ihr an ihn denkt und ihr merkt, es gibt in eine Schwäche, in Opfer, in Traurigkeit, bis zum gewissen Punkt ist es ja in Ordnung. Wir sind keine Maschinen. Bloß macht es euch bewusst, je schneller ihr euch da wieder rausholt, umso besser merkt ihr ja auch die Energie, dass ihr freier seid. Und um das geht's doch. Je mehr ihr ihn da loslässt, indem ihr einfach denkt, es ist in Ordnung, wie es ist, ich akzeptiere einfach, wie es ist, auch wenn es weh macht. Und ihr bleibt bei euch und denkt nicht ständig, wann kommt er und ich will aber, dass er doch da ist und es ist alles so traurig. Je leichter ihr euch fühlt, umso mehr fühlt er sich doch auch leichter. Resonanzgesetz. Umso mehr. Der Karl hat es ja auch da mal gesagt, weißt du, ich habe dich irgendwann, habe ich gespürt, du bist irgendwie weg oder es hat sich verändert. Dann hat er ja angedockt. Dann kommen ja die berühmten Tests. Dann will er gucken, wo du stehst. Dann kommt die nächste Stufe. Dann haut es dich wieder um. Das ist wieder aber das Gute, weil er spürt, weil du dann wieder spürst, wo du wiederum stehst. Das muss einfach auch alles dazu sein. Das ist aber wieder ein anderes Video mit den Tests. Aber mir ist es heute wichtig, ihr dürft an ihn denken, 24/7, wenn es sein soll. Aber positiv, oh schau mal, ich genieße jetzt die Natur, oh wäre schön, wenn du jetzt da wärst, aber es ist in Ordnung, ich genieße es auch für mich. Oder ich, wisst ihr, da müsst ihr hin und glaubt mir, ich bin es doch durchgegangen. Das geht nicht auf Fingerschnippen, alles klar Sabine, Michelle, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist doch ein Weg, lasst euch doch die Zeit. Wichtig ist, dass ihr wisst,
wenn ihr, je schwerer ihr an ihn denkt, je schwerer ihr auch ihn halten wollt, wann er endlich kommt. Ich arbeite doch an mir, wann kommt er endlich? Das geht so nicht. Sondern wenn ihr spürt, dass ihr da wieder hängt, bucht bei mir ein Gespräch oder macht eine Seelenbotschaft, dass ihr spürt, wo ihr wieder steht, dass es euch wie so, ich sag immer, die Krone aufricht und dann geht's wieder weiter. Ihr müsst es ja auch nicht alleine machen, wenn ihr merkt, ihr hängt wieder. Das gehört doch alles dazu. Zwei Schritte vor, einer zurück. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, je leichter ihr an ihn denkt, oder es gibt ja Phasen, wo ihr dann gar nicht mehr an ihn denkt, das ist ja wunderbar. Das kommt dann auch immer mehr, Stück für Stück, Phase für Phase. Zuerst seid ihr ständig in Gedanken, es tut euch weh, ihr seid in Opferhaltung, war ich doch auch in Depressionen, in Traurigkeit, in Bedürftigkeit, in Abhängigkeit. Ohne ihn geht nichts, ohne ihn schaffe ich mein Leben nicht, ohne ihn bin ich traurig, ohne ihn ist das Leben sinnlos, kenne ich alles. Dann kommt die nächste Stufe, dass ihr immer mehr lernt, es zu akzeptieren, immer mehr zu spüren, okay, ich denke an dich, oh, ich habe mich ertappt, ich gehe wieder zu stark ins Negative, alles klar, ich hole mich da wieder raus. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommt wieder die nächste Stufe, dass ihr es immer mehr leicht, noch leichter seht. Und irgendwann kommt die Phase, wo ihr merkt, oh, ich habe den ganzen Tag gar nicht an ihn gedacht. Oh, und ich denke in Leichtigkeit an ihn. Ja, und um das geht's. Und er spürt es. Ihm geht's dann gut. Er fühlt sich leicht. Glaubt mir, ihm geht's doch auch nicht gut. Er hat doch seine Geschichte. Ihm geht's doch darin, er muss doch lernen, sein Herz zu öffnen. Wenn er spürt, dass ihr ständig an ihn klammert, kann er es doch nicht öffnen. Das ist doch genau das, wovor er Angst hat. Vor der Herzöffnung. Aber wenn er spürt, dass ihr immer mehr bei euch ankommt, dann kriegt er endlich Luft. Dann kann er durchatmen. Dann merkt er, oh, wo ist er denn? Was ist denn da? Ich höre es doch in den Seelenbotschaften, je nachdem, wo ihr steht, was die seine Seele dann sagt. Wenn ihr dann merkt, oh, jetzt will ich mal seine Seele mal gucken, wie nimmt er mich jetzt wahr? Das ist ja interessant, was da für Prozesse geschehen. Deswegen, je mehr ihr bei euch bleibt, umso besser. Also, ihr dürft an ihn denken. Es ist nur die Frage, wie ihr an ihn denkt. Okay? Ganz wichtig. Ja, meine Lieben. So, jetzt laufe ich noch 2 Kilometer. Dann bin ich am Bahnhof. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Herrlich. Wir müssen bei uns ankommen. Wer mein letztes Video gesehen hat, ich wollte ja alles hinschmeißen, das war ja so die paar Stunden lang über Nacht, wo ich da so gehadert habe mit allem. Glaub mir, es gehört alles dazu, aber es bringt uns weiter. Ich bin mit dem Karl, das wollte ich euch noch sagen, wisst ihr? Ich hatte Karl kennengelernt. Ich will gerade nochmal eingehen aufs andere Video. Er hatte gearbeitet, er hatte eine 40-Stunden-Woche, er hatte seinen Sport, 3-mal in der Woche abends, Wochenende ist er tanzen gegangen. Der war voll beschäftigt, mit seinen Dates auch. Als wir vor knapp 2 Jahren wieder zusammengekommen sind, er ist Rentner, er wird jetzt 70. Er ist nicht mehr in Fitnessstudio und macht Cycle, er hat ja viel Unterricht gegeben. Und durch das, weil er ja auch nicht mehr da diese Frauengeschichten hat, er musste sich jetzt erstmal auch neu finden. Und für mich, es hat sich gerade alles gedreht gehabt. Früher habe ich an ihm gezerrt, weil er nie Zeit hatte. Jetzt sind wir zusammengekommen. Jetzt war es ja umgekehrt. Ich war voll in Arbeit. Ich bin ja, bei mir ist ja meine, ich war am Ende früher. Ich hatte nur noch 30% arbeiten können als Erzieherin, weil ich so mit ihm beschäftigt war. Das hat mir so viel Kraft gekostet, dass ich nicht mehr in der Lage war. Und es hat sich geändert. Es hat sich umgedreht.
ich war auf einmal diejenige, wo völlig ausgebucht war. Ich habe euch liebevoll begleiten, unterstützen dürfen. Ich hatte Buchungen ohne Ende. Ja, wart, ich bin aufgegangen. Das war meine Herzensberufung. Ich bin den Weg gegangen. Es war umgekehrt. Er musste sich jetzt auf einmal zurechtfinden mit mir. Ich war auf einmal nicht mehr die Alte. Da spielt so viel mit rein. Er musste sich auch finden. Das ist ja auch nicht einfach für einen Mann zu erkennen. Sie braucht mich irgendwo gar nicht. Wisst ihr, jeder hat seinen eigenen Weg, seine eigene Geschichte. Ich kann jetzt nur von meiner und von Karl erzählen. Deswegen war auch bei uns, wir hatten viele Herausforderungen. Er hatte auch so eine Schwere. Und trotzdem ist er Stück für Stück, hat das ja trotzdem, ist er Stück für Stück, ja, trotzdem hat er mich unterstützt auf seine Art, hat mir abends Gutes getan, hat mir die Füße massiert, hat gekocht, war einkaufen, hat mich massiert und hat so viel Gutes getan. Und trotzdem hat er sich verloren gefühlt. Er hat gespürt, die Sabine Michel ist ja eine andere. Da mussten wir uns erstmal finden. Deswegen sage ich ja immer wieder, wir hatten auch unsere Herausforderungen. Und die waren wichtig. Und ich bedanke mich so. Ich frage mich, ich weiß, ich hatte so eine Gnade, der liebe Gott hat mich so getragen in dieser Zeit. Weil die letzten 2 Jahre ist meine, ich bin erfolgreich, ich bin so, dass ich euch liebevoll unterstützen durfte. Ich bin so, ich war ausgebucht. Ich hatte von Montag bis Sonntagabend, kann man fast schon sagen, hatte ich gearbeitet. Natürlich zwischendurch mal Pausen, ein paar Stunden, dass wir auch was Schönes erlebt haben. Aber überwiegend war ich glücklich. Ich durfte euch unterstützen. Und ich hatte das dann noch mit Karl, auch dieses, ohne Mucke, diese Schwere auch noch ein Stück mitzutragen, ihn da auch ein Stück zu begleiten, dass ich eben nicht mehr die Alte bin. Dann waren noch 2 Umzüge, dann habe ich gearbeitet, dann war meine Tochter noch mit dem Hund, die Muffin, wo der Karl mit ihr nicht zurechtkam, wo noch so viel war. Der Karl hat keine Kinder, er hat nie gewusst, was wirklich Verantwortung ist in tiefen Beziehungen. Das ist alles nicht zu unterschätzen. Da war so viel, was noch war. Und ich habe das gewuppt. Bis eben die Zeit kam, wo ich gemerkt habe, Anfang des Jahres habe ich ja ein Video gemacht. So, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt bin ich am Punkt. Jetzt muss ich gucken, neu aufgestellt sein, was läuft jetzt. Und jetzt sind wir ja in einer ganz anderen Phase wieder drin. Ich möchte euch nur sagen, dass auch das wird man immer bewusster auch. Dieses, was er ja auch, was für ihn ja auch neu war. Und wisst ihr, und manche Kommentare manchmal, auch wenn ich WhatsApp dann bekommen habe, ja, weißt du, Sabine Michel, ich will ihn gar nicht mehr haben und du hast doch was Besseres verdient oder ja klar, wenn er so eine Schwere hat. Wisst ihr, ich erzähle nur in Abschnitten. Und trotzdem war es wichtig, für mich jetzt auch nochmal, jetzt wo ich das letzte Video gemacht habe, nochmal dieses Bewusstsein dafür zu haben. Er hat sich ja trotzdem erneuert. Wir brauchen doch alle unsere Zeit. Er ist nicht abgehauen in andere Frauengeschichten, ins Internet, was er immer gemacht hat früher. Sondern er hat sich damit auseinandergesetzt und die Schwere war trotzdem noch da. Aber er hat sich Stück für Stück, geht er da raus. Und das muss ich auch immer mehr anerkennen und sagen, hey, er hat doch auch seinen Weg trotzdem gemacht. Und er macht ihn weiterhin. Ich doch auch. Wir sind alle dran. Und das ist so wertvoll, das auch zu erkennen, nicht so streng zu sein, dieses zu sehen, wenn der Karl wirklich nichts gemacht hätte und ich hätte ihn mit anderen Frauen erwischt oder er würde sich mit anderen Frauen treffen, glaub mir, dann wäre das kein Thema gewesen, dann hätte ich einen Cut gemacht und es wäre fertig gewesen. Aber da hat immer eine Stimme auch zu mir gesagt, Gott hat zu mir immer gesprochen, Sabine Michel, mach weiter, er tut ja auch, er ist dabei. Und das habe ich ja immer gesehen, wie er trotzdem mir in anderen Dingen den Rücken freigehalten hat.
Und um das geht's. Das zu erkennen. Und das möchte ich euch auch nochmal mitgeben. Auch wenn ihr mit ihm jetzt nicht zusammen seid. Schaut, erkennt alles, wenn, wo ihr steht, was ihr geschafft habt. Seid nicht so streng, seid geduldig auch mit euch. Vertraut. Also ich bin dankbar jetzt, dass ich diesen Schritt so gegangen bin. Alles, was ich bis jetzt erlebt habe und durchlebt habe, bin ich so dankbar. Es musste alles sein, weil es hat mich tiefer zu mir, noch tiefer zu mir gebracht. Wir sind alle am Lernen. Das heißt nicht, wenn ich habe meine Süchte geheilt. Stellt euch vor, ich bin frei von Süchten, von jahrzehntelang Süchten. Karl ist nicht abgehauen. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben zusammen geweint. Er hat oft gesagt, ich verstehe dich, dass du nicht mehr kannst. Ich will es doch gar nicht. Aber es passiert manchmal. Da war ich manchmal streng, habe gesagt, ja, ich will aber nicht, dass es passiert. Da war ich dann auch überfordert, weil ich gemerkt habe, ich brauche auch mal was zum Anlehnen. Aber ich hatte was zum Anlehnen. Ich habe es noch nicht so wahrgenommen, weil ich mehr wollte von ihm manchmal auch, wie er mir geben konnte. Und heute weiß ich, wieder Tage, Wochen später, mein Gott, es ist wichtig, alles was war, es hat uns noch mehr zusammengeschweißt, noch tiefer. Und um das geht's. Glaubt mir, es wird immer Herausforderungen geben. Und es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Es ist wichtig. Beide müssen es wollen. Früher war es ja so, ich wollte nur. Ich wollte immer an ihn halten. Ich wollte mit ihm reden. Ich wollte, dass er mich versteht. Aber wenn er nicht will, dann geht es doch erstmal zu mir. Wenn euer Schatz nicht will, weil er eben in einer anderen Beziehung ist, weil er sagt, er will eine Freundschaft, weil er sagt, ach du, ach was weiß ich, dann will er noch gar nicht, dann ist er im Moment noch nicht so weit, weil du noch nicht so weit bist, weil du erstmal deine Themen für dich angucken musst. Glaub mir, hab Vertrauen, es kommt alles zur richtigen Zeit. Ich bin heute mit dem Wissen, was ich euch jetzt gerade sage, da war ich vor ein paar Monaten auch noch nicht. Wir lernen alle weiter, jeder da, wo er steht. Deswegen, kommt erstmal zu euch. Und wenn er dann mal bereit ist und da ist und wirklich sagt, hier bin ich und ich will dich, ich habe mich zu dir bekannt, dann könnt ihr gemeinsam da durchgehen. Weil glaubt mir, es werden Herausforderungen kommen. Und jeder, der sagt, es stimmt nicht, ich glaube es nicht. Auch in den besten Ehen, auch in den besten Beziehungen kommen Phasen, die schwer sind, wo wir geprüft werden. Wo geprüft wird, gehen wir auseinander oder wachsen wir an der schweren Situation auf. Wenn beide sagen, wir wollen weiter wachsen, dann geht es, sonst geht es nicht. Und Karl und ich haben uns dazu entschieden, wir wollen weiter wachsen. Okay? Also das jetzt noch vom letzten Video, der Nachtrag. So, also meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, über einen Energieausgleich, wenn ihr spürt, ihr nehmt was mit, findet ihr unter meinen YouTube-Videos, wenn ihr ganz runter scrollt. Und denkt dran, lasst euch auch Zeit, seid geduldig und habt Vertrauen. Und wenn ihr nochmal eingangs, wenn ihr spürt, ihr denkt zu sehr an ihn, ihr dürft an ihn denken, es ist nur die Frage, wie, was für eine Energie ist dahinter? Was denkt ihr dabei, wenn ihr an ihn denkt? Um das geht's. Je leichter und je selbstbewusster und je vertrauensvoller ihr an ihn denkt, weil ihr an euch glaubt und glaubt mir, je mehr er an euch arbeitet oder je mehr ihr zu euch findet, wird es sowieso kommen. Das ist der schöne Nebeneffekt. Das geschieht ja da. Das geschieht, es kann gar nicht anders sein. Okay? Und nehmt euch auch Auszeiten, so wie ich jetzt. Nicht arbeiten immer, sondern auch mal zu sagen, so,
jetzt habe ich genug an ihn gedacht oder genug an mir gearbeitet. Jetzt habe ich dieses und jenes gemacht, an der Verschritterleitung vielleicht gearbeitet oder was weiß ich, aber jetzt gehe ich raus. Ich genieße den Nachmittag, ich genieße den Abend, ich mache mir was Schönes. Das gehört alles dazu. Ganz wichtig, die Erholungsphasen gehören auch dazu. Okay? Ja, ich habe euch lieb. Liebe Grüße, eure Sabine Michelle. Und danke, dass ihr mir vertraut. Danke, dass ihr mir vertraut. Thank you.